Für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Universität Bonn ist es essentiell, Spitzenpositionen zu besetzen in der Wissenschaft. Und deswegen sind wir heute unglaublich glücklich, dass wir wirklich ganz herausragende, international bekannte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für die ersten Exzellenzprofessuren dieser Universität rekrutieren konnten nach Bonn. Eine Kandidatin für die Herzprofessur, Frau Professor Wopen, und zwei Kandidaten, Herr Professor Keim und Herr Professor von Stosch, für die renommierten Schlegelprofessuren. Frau Professor Wopen ist ja national sehr bekannt. Sie ist Medizinerin, Ethikerin und verbindet für uns zwei wichtige Felder, nämlich die Ethik und die Medizin, ist aber natürlich auch sehr prominent bekannt für ihre anderen Aktivitäten im Bereich der Ethik. Sie ist, glaube ich, die erste Medizinerin, die in die philosophische Fakultät berufen wurde. Und da sieht man auch die transdisziplinäre Natur dieser Professuren, die wirklich zwei verschiedene Forschungsthemen miteinander verknüpfen und ihre Expertise dort einbringen. Herr Professor Keim ist Agrarökonome, beschäftigt sich mit Themen der Nachhaltigkeit, der Forstwirtschaft. Das ist ein neuer Schwerpunkt an der Universität. Wir widmen uns dem Thema Nachhaltigkeit, haben dort auch einen Exzellenzcluster im Bereich der Landwirtschaft, der einzige in Deutschland. Er ist halt jemand, der die Ökonomie mit Fragen der Landnutzung und Nachhaltigkeit verbindet. Herr von Stosch ist ein katholischer Theologe, ein Vertreter des Gebietes der komparativen Theologie. Er schaut sich also an, auch wie ist die Perspektive von anderen Theologien, was sagen mir die anderen Glaubensrichtungen für meinen eigenen Glauben. Er argumentiert also aus seinem eigenen Glauben heraus, tritt er in einen Dialog mit anderen Religionen, besonders aber auch da im Islam. Diese Professuren sind strukturbildend, sie sind besonders ausgestattet. Sie haben mehr Möglichkeiten durch zusätzlich Personal- und Sachausstattung. Und die Überlegung ist, dass sie neue Wissenschaftsfelder für die Universität Bonn erschließen.